Okay, hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem nächsten Film-Event. Also halt so hier, wir sind ja Superstars jetzt im Kino. Und wir fahren jetzt zum nächsten Event gerade, das sind noch 5 Kilometer. Ich dachte mir, ja gut, das musst du jetzt nicht unbedingt rausschneiden, deswegen habe ich die Anmoderation jetzt schon gemacht. Genau. In der letzten Folge haben wir schon angefangen, ein Superstar zu werden. Haben einen unendlich weiten Sprung gemacht, verschiedene, in Anführungsstrichen, Verfolgungsjagden und ähnliches. Und heute geht's weiter. Nee, ich will dahin. Da. Da haben wir wieder ein Zeitlimit. Mindestens 5 Minuten, ich glaube, das sollten wir aber hinkriegen. So schwer wird das nicht. Jetzt springen wir erstmal hier rüber. Tschui! Perfekto. Aua. Ja, ja, links abbiegen. Wieso denn links, hä? Auf der Karte ist es auch rechts markiert. Warum links? Baum, Auto, Haus, keine Ahnung. Okay, aber wir kommen hier gut rüber. Ach, ich habe nichts gesagt. Das mit dem Gut, das habt ihr euch eingebildet. Kann nicht sein, dass man hier... Perfekt. Na, hier ist der Baum ein bisschen schief platziert. Liebes Microsoft Forza Team, wer auch immer das Spiel programmiert hat, die Bäume hier, die sind manchmal ein bisschen nicht ganz im Boden drin. Oder es liegt einfach an meinen Grafikeinstellungen. Ich weiß es nicht. Aua. Okay, wir sind hier gefangen. Auch cool. Ja, wir fahren da lang. Hier kommen wir nämlich einfacher wieder nach oben. Oh, es hat gelaggt. Es hat gelaggt. Machen wir wieder Sorgen, dass es wieder so ist wie letzte Folge, wo einfach alles abgestürzt ist. War nicht so gut. Ja, rechts abbiegen, mach ich. Gut, wir fahren außen rum, weil... Durch die Stadt zu fahren ist. Ihr wisst es. Nicht ganz optimal, weil die Stadt hat so viele Kurven. Das machen wir dann, wenn wir mit der Story fertig sind, machen wir dann mal ganz normale Rennen. Mal, also eben sowas wie jetzt hier zum Beispiel. Oder ähnliches, weil das hatten wir ja noch wirklich noch fast gar nicht. Und das kommt dann. Ich finde eben, die Leute schauen sich eher, also ihr schaut euch lieber die Story an, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit stumpf irgendwelche Rennen fahre, die alle im Kreis gehen, so. Deswegen mache ich lieber erstmal die Story. Für die Leute, die das schauen wollen, können sich das anschauen. Und danach mache ich dann die Rennen. Die Rennen werden dann auch nicht mehr jeden... Die Rennen werden dann auch nicht mehr jeden Tag kommen, sondern dann etwas weniger halt... Ihr wisst, was ich meine. Er kommt dann vielleicht alle 2 oder 3 Tage. Na, wir haben noch viel vor uns. Heute geht's weiter. Ich weiß nicht, ob wir heute fertig werden. Ich denke eher nicht. Aber mal gucken. Genau. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr im Übrigen gerne ein Like da lassen. Das unterstützt mich. Sag nichts. Wir müssen deinen schönen, rentablen Akzent bewahren. Steig ins Auto. Ich erkläre dir den Stand unterwegs. Okay. Okay, also wir dürfen jetzt nicht reden. Sagte er. 68, Dr. Strange Guard. Action. Vorsicht, achte auf die Kurve. Ja, das hat schon mal super funktioniert. Das ist sehr schön für dich. Ich habe andere Probleme. Ich würde auf der Karte gern sehen, wo ich lang muss, aber irgendwie ist es ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß auch nicht. Warum fahren hier eigentlich echte Autos? Das behindert mich beim Fahren, das ist unfair. Yo, was? Also ich frage mich manchmal echt, wie man das schaffen soll, wenn man Geschwindigkeit drauf hat. Also, 5 Minuten werden wir sicher brauchen. Es tut mir leid,
Das ist alles für den Film, das sind aufgebaute Requisiten. Du sollst nicht so rumschreien, sonst wirkt die Szene nicht realistisch. Das ist ein Ferrari. Hoi. Bin ja mehr der Fan von Lamborghini. Ich finde die einfach so cool. Das sind die besten Autos, die es gibt. Okay, hier unten sind keine Kameras. Nicht so schlimm, hier unten sind keine Kameras. Niemand filmt, wie schlecht ich fahre. Oh, verdammt, Victor ist am Telefon. Sag nichts, Jungspund. Victor! Senior Steel, Frankies Fahrstil ist wieder mal bemerkenswert. Aber kann es sein, dass es hier einen weiteren, entspannt aussehenden, Zitronentee schlürfenden Frankie am Set gibt? Das war ein Dummy. Ja, ein Stunt-Dummy. Ich muss los, Victor. Ja, gut. Ganz ein. Oh mein Gott, was bist du? Da war ein Käfer! Ein VW-Käfer. Cool. Ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge gefragt, aber kennt ihr den Film Herbie? Da geht es um so einen Käfer, der lebt in Anführungsstrichen. Und total witzig. Schaut euch das mal an. Hey, ich übernehme immer eine Rolle in meinen Filmen. Ich war da ist schon wieder einer. Nummer 2, als wir in England gedreht haben. Der eine, der in die Mauer gefahren ist? Das war super. Sehr witzig, Captain. Stummer Protagonist. Jetzt fahr! Ich wäre gerne mal an so einem echten Filmset dabei, um zu gucken, wie das da aussieht. Ich bin ja total interessiert, was Filme angeht auch. Ich habe auch schon meinen eigenen Blockbuster gedreht. Halloween-Trailer. Zum Beispiel. Das ist innerhalb von 3 Tagen entstanden, ja. Das ist gut. Das hätte man auch an einem Tag drehen können, klar. Aber... ja, egal, das ist schon... das passt schon. Viel zu knapp. Bringen wir das zu Ende. Ja. Das sind die 3 Sterne. Yes! Meine Kamera laggt total, weil das Spiel wieder Performance komplett tötet. Aber das ist nicht so schlimm. Perfekt. In 2 Minuten und 25 Sekunden ankommen. Damit bin ich zufrieden. Ja. Wir haben schon 307 Straßen entdeckt von 578. Vielleicht schaffen wir noch alle Straßen. Ich weiß es nicht. Wir haben ein kleines Problem bei Vanguard. Komm schnellstmöglich zu Frankie und mir. Und eins, los geht's! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Dank eines Filters habe ich es hier gefunden. Gibt's jetzt hier wieder Ton? Danke. Keine Ahnung, warum das auf einmal weg war. Okay, Punkte für jede Sekunde, die du über dem Tempolimit fährst. Sollte ein Klacks für dich werden. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Im Kreisverkehr. Gut, ich weiß nicht, wie weit das ist. Ja, ein Kilometer, dafür schneide ich jetzt nicht extra irgendwie was raus. Also, da mache ich mir die Arbeit nicht. Dazu habe ich nicht wirklich Lust. Genau. Da vorne geht es nämlich weiter. Was da unten jetzt läuft, ich weiß es nicht. Das hat sich aktiviert, als ich in diesen roten Kreis reingefahren bin. Ja, dann machen wir Szene 95. Let's go. Nee, ich möchte hier nicht. Ich möchte die Story weitermachen. Der Regisseur fragt, warum ich in den Stunt-Szenen meinen Text nicht spreche. Keine Sorge, Frankie, ich mach das schon. Hey, Jungspund, bereit fürs nächste Set? Klar. Was für ein Stunt? Das ist der Königseck, Leute. Oh, gegen einen Bugatti. Meine Motivation. Es ist quasi ein Rennen. Du musst den Verfolger abschütteln. Ich kann's erklären, Mike. Übrigens, ausgezeichneter Akzent-Track. Du hast aber auch gute Talente. Es geht natürlich um einen Flop. Okay, also ich muss mich gerade voll konzentrieren, weil ich sonst komplett aus jeder Kurve rausfliege. Na, wobei, die Wände hier sind eigentlich ganz gut, die schützen mich ein bisschen davor. Wie weit ist denn der hinter uns? Ah, nicht so weit. Aber okay, der fährt den Bugatti, den wir uns kaufen wollten. Oh. Den kaufen wir auch noch, den Bugatti.
Viel zu schlecht angesetzt. Ich muss von weiter rechts kommen. Ja, von hier, stopp. Und jetzt hier geradeaus. No, 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 no. Warum drehst du dich im Kreis? Sag mal, ist das Auto zu dumm zu verstehen, dass wenn ich links lenke, ich nicht nach rechts möchte? Okay, der Sprung war jetzt... Sag mal, ey, das Auto ist doch echt... Ja, der Bugatti, der kommt jetzt und überholt mich. Ist mir egal, ob ich das jetzt gewinne oder nicht. Das sollte eigentlich ein gescriptetes Rennen sein. Das heißt automatisch, dass ich gewinnen muss, oder nicht? Das ist ja ein Film. Im Film ist alles gescriptet. I think. Und hier hat das Auto gar keinen Grip. Du kannst mit dem Auto hier nicht fahren. Also ihr seht's ja auch. Also ich stelle mich nicht blöd an. Egal, wir fahren einfach. Die Mission zählt nicht als fehlgeschlagen, wenn der Bugatti gewinnt. Wenn doch, dann schneide ich meinen Sieg raus. Ich drifte jetzt gar nicht mehr. Ich drücke einfach nur noch volle Kanone auf die Bremse. Da vorne ist das Ziel. Gut, dann gibt es an der Stelle den Schnitt und wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. Ja gut, hat dann doch beim zweiten Versuch geklappt. Großartig. Das wird super aussehen. Na also, erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein Start. Ich rufe dich an, wenn wir startklar sind. Kein Problem. Okay, also, ja. Die drei Sterne, wow. Die Steuerung ist wirklich Müll bei dem Auto, also das ist der Wahnsinn. Aber es ist halt schnell. Gut. Hey, der nächste Stunt ist bereit. Wie weit muss ich fahren? Triff mich und die Stunt. 13 Kilometer. Leute, bis gleich. Und da sind wir auch wieder. Einmal abbremsen und fortfahren. Wie viele sind es denn noch? Ja, nicht mehr so viele. Ich glaube, diese Folge machen wir noch ein. Die heutige Folge wird, glaube ich, nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wie lange die letzte Folge im Übrigen geworden ist, okay, weil ich nicht weiß, wie viel ich rausschneiden muss. Nur ein Rennen um das Teleskop hier. Was soll schon schiefgehen? Was heißt Rennen? Immerhin fährt niemand mit mir. Szene 107, Teleskop-Upload-Stuntsequenz. Action! Okay, da sind noch weitere Stuntfahrer im Verkehr unterwegs. Weiche ihnen aus und erreiche das Ziel so schnell wie möglich. Rammen die mich mit Absicht, oder? Okay, der lädt die ganze Zeit neue Sachen. Ja. Meister der Abkürzung. Das war sarkastisch gemeint, auf keinen Fall. Also erstmal... Nee, und zweitens... Das soll so, das ist das für den Film, Leute. Es geht ja darum, Stunts zu machen. Dementsprechend muss ich das Auto häufig umschlagen. Ich glaube nicht, dass wir es in 2 Minuten 50 schaffen. Also das Auto fährt schon sehr langsam, außer die Strecke ist wirklich kurz. Und sie ist mit einem normalen Auto in 10 Sekunden schaffbar. Na, aber es sieht nicht so schlimm aus. Ich weiß es aber noch nicht. Ich kann den Abend nicht vor Tagesanbruch loben. Falls das jetzt Nachtanbruch ist oder ist Tagesanbruch. Ich weiß es gar nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Okay, hier falle ich jetzt aber nicht runter immerhin. Ich lenke volle Kanne nach links. Warum fährt der nach rechts? Also die Steuerung in dem Spiel ist schon weird. Das könnte man vielleicht noch verbessern, aber ist okay. Zusammen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Botschaften und Themen des Franchise gebündelt, aber ein Rätsel. Für immer ungelöst. Sind wir jetzt bei Tenet? Kümmere dich nicht um die Vergangenheit, Gegenwart. Mein Gott! Kriegst du eigentlich überhaupt was hin?
Drehen wir einfach, bevor er uns auf die Fläche kommt. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, was die eigentlich von mir wollen, aber ich fahre einfach mal den Weg entlang. Das wird schon richtig sein. So, hier kann ich abkürzen. In 100 Metern, scharf links ab. In 100 Metern, scharf links ab. Da. Zufrieden? In 100 Metern, scharf links abbiegen. Ich fahr da doch jetzt nicht außen rum, wenn ich hier abkürzen kann, also... Wow, die sind aber... Was? ...sehr realistisch aus. Das ist eine Art Effekt, oder? Oder? Mike? Bist du da? Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass das echte Lava ist? Oh Gott. In 200 Metern ist rechts abbiegen. Ja, aber wir sind hier schon mal gefahren mit einem Auto. Also so schlimm wird schon nicht sein, das ist die echte Lava. Wow. Die ist so heiß, dass sie verschwommen ist. Das ist der Wahnsinn. Das ist cool. Hier von hier oben könnte man vielleicht reinspringen. Irgendwann machen wir das auch mal, ja? Irgendwann. Ja, wir haben auch gleich die Zeit überschritten. Ach, haben wir schon. Wir sind jetzt schon bei 2 Sterne. Ja, komm. Das Auto ist einfach zu langsam. Ist das da vorne jetzt der Zielort oder geht's danach noch weiter? Okay, er sagt, es ist das Ziel. Mit 150, das ist so richtig, richtig schnell. Sehr schön. Distanz für Vanguard Force 10 sind im Kasten. Jetzt muss Victor noch alles schneiden. Oh, ich nachher auch. Er ist nicht so ein Regisseur, der es sich anders überlegt. Oder Szenen nachdrehen will oder sowas. Oh, das ist auch immer ganz schlimm. Der Regisseur will immer die Szenen nachdrehen. Kenn ich irgendwoher. Ich glaube, für den Halloween-Trailer habe ich jede Szene mindestens 2-mal aufgenommen, wenn nicht sogar 4-5-mal. Also ich hatte insgesamt so 1 Stunde 2 Material für 1 Minute nachher. Ich will das Auto da unten! Was will ich mit einer hässlichen Uhr? Ey, das ist Michael, doch ruhig, Frank. Bin auf dem Weg. Ja gut, 13 Kilometer zu fahren, den Schnitt gibt's hier. Ja, sieht ein bisschen heikel aus, das Ganze. Aber als ich vom Vulkan runtergesprungen bin, wurden aus diesen 13 Kilometern noch 4. Also ich bin einfach einmal gesprungen, bin unten angekommen und dann waren es noch 4 Kilometer. Ging ziemlich schnell. So, dann bin ich noch ein Stück weiter gefahren, jetzt sind wir hier, direkt vor uns ist auch schon das, was wir jetzt machen müssen als nächstes. Ich weiß es nicht genau, bis jetzt wurde noch nicht darüber philosophiert und geredet, deswegen, ja, auch im Radio nicht. Deswegen mal gucken, was uns erwartet. Aber da der vorher was von 10 Nachdrehen gesagt hat, weiß nicht. Weiß auch nicht, ob ich dazu Lust habe, jetzt nochmal die Szenen alle von vorne zu machen. Deine Aufgabe, mache alles auf 3 Sterne. Perfekt. Und dann sind es noch insgesamt 3. Okay, die machen wir noch diese Folge. Machen wir das Filmding jetzt fertig, komm. Mir egal, wie lange das dauert, dann gibt's halt heute eine längere Folge. Es gibt eine neue Szene. Anscheinend müssen wir die Präsenz eines bedeutenden kulturellen Ereignisses nutzen, um die Story im Zeitgeist zu verwurzeln. Zeit... wie jetzt? Steig ins Auto, ich erklär's dir. Find das Auto schön. Szene 103. Irgendwas beim Festival. Gib Gas! Mitten durchs Festival und nimm die Sprünge mit. Anscheinend sollen die Aufnahmen inmitten eines Rennens ablaufen oder so. Und sag Scott Tyler, er soll nicht wieder seinen Einsatz verpatzen. Nein. Gott. Das Festival soll im Film vorkommen? Scott Tyler? Ja, klar! Bekommt Text? Ganz genau, hier hoch. Fahr Richtung Rampe. Einsatzfahrer! Einsatz Scott! Da ist noch ein Fahrzeug auf der Strecke, Ladies and Gentlemen. Was ist da nur los?
Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren wird. Wir lassen ihn seinen eigenen Text schreiben. Immer cool. Ja klar fahre ich das jetzt so hässlich zickzack rum, oder? Wenn ich das abkürzen kann, kürze ich das ab. Hauptsache ich habe die 3 Sterne. Das, wie viel muss ich fahren mit 161 durchs Ziel? Ja, das sollte ja nicht so schwer werden. Ich glaube, wir schaffen es auch mit 300 oder 350 oder so. Ja. 400? Mit fast 400 km/h ins Ziel. Ja, bitte. Das muss ihm einfach reichen, oder? Ah, bestimmt, bestimmt. Ich glaube schon. Da sind sie, die 3 Sterne. Sehr schön, so will ich das. Wir haben schon 117 Fähigkeitspunkte. Das ist auch cool. Och, das war's? Okay, es geht weiter. Komm her, wenn du kannst. 9 Kilometer. Ich bin mir sicher, ich kann die Hälfte davon überbrücken. Ich kann nicht die Hälfte davon überbrücken. Im Übrigen, ich habe jetzt die Karte nur auf Story gelegt, dass die ganzen anderen Sachen weg sind, dass ich es einfacher finde. Und dann gibt es hier auch den Schnitt. Mal wieder, ich glaube, also ich habe in einem Projekt noch nie so viel wegschneiden müssen wie in Forza Horizon 5. Das ist der Wahnsinn. Okay, bis gleich. Okay, und da sind wir auch schon. Also dieses Hin- und Herfahren ist echt anstrengend. Die vorletzte Szene. Ich nehme jetzt schon wieder seit 36 Minuten auf. Gut. Hey, also ich hatte gerade den... Nehme ich das Auto. Und er will noch einen Stunt. Aber nicht irgendein. Er will, dass ich über die Bucht springe, während mich ein Flugzeug verfolgt. Es gibt die ganze Zeit Dialoge, also kein Fahrerwechsel. Wir sollten Victor alles beichten. Warte mal. Kein Fahrerwechsel. Aber vielleicht ein Autowechsel? Eins davon wartet im Autobahntunnel. Okay, ich brauche Requisiten und noch ein Heldenauto. Habe ich überhaupt ein anderes Heldenauto? Ja, haben wir. Der, der so schnell ist, dass ihn keiner fahren wollte. Bring ihn über die Brücke. Den fahre ich doch. Ey, sag jetzt bloß nicht, es gibt ein noch schnelleres Auto. Dann habe ich keine Lust mehr. Ich mach den ersten Abschnitt. Ohne, dass das Schadenslimit. Wir schaffen das, Frankie. Fahr einfach locker. Okay. Das ich habe einen Baum berührt und das Schadenslimit ist echt gestiegen. Die Dimension vereint. Yo, was? Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Na, ich auch nicht. Du bist im Inneren zerrissen. Das macht auch Schaden. Alles in dem Game macht Schaden. Was ist das denn? Verstanden? Und Hex? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, das war's. War ja spannend. Also, dass das so viel Schaden macht, hätte ich nicht gedacht, aber ich wusste auch nicht, dass man so schnell durchkommt. Schnell! Ich kann nicht schauspielern und gleichzeitig fahren. Das Flugzeug startet. Ab zum Rollfeld. Los, los, los! Nee, wieder nicht. Der Wagen ist nicht ganz einfach. Er hat extra viel Power, wie Victor wollte, und wir haben ihn nie benutzt. Viel Spaß! Wow! Ja klar. Das Ding geht ja ab! Nein, tut's überhaupt nicht! Könnt ihr vergessen, also mit dem Auto zu fahren ist echt Wahnsinn. In echt schön und gut, aber... Wir brauchen hier etwas Text. Frankie, könntest du bitte was für mich improvisieren? Ich muss zurück... Zukunft? Der war witzig. Sehr gut. Der war wirklich witzig. Wir brauchen die 88 Meilen pro Stunde, glaube ich. Es gibt ja einen DeLorean in dem Spiel in der Sommersaison, aber den habe ich leider nicht bekommen. Aber es gäbe einen DeLorean. Das wäre so cool gewesen. Oh. Das wäre so witzig gewesen, hätten wir den. Weil ich bin ja großer Zurück in die Zukunft Fan. Ich habe die Trilogie zu Hause. Wollte mal das Playmobil-Auto davon haben. Jetzt biege rechts ab und folge dem Flugzeug über die Schanze.
Schaut mal, wie ich lenk permanent nach links. Das Auto ist dumm. Ey, ich. Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, kaufe ich mir in dem Spiel einen Tesla. Dann mache ich einfach gar nichts mehr. Fertig. Echt übel. Naja, ich habe ein paar Anmerkungen. Alles, was Frankie sagt, macht den Sprung, trifft nicht das Flugzeug. Toll, wo ist denn das Flugzeug? Ich sehe das nicht. Da. Und jetzt spawnt das Flugzeug so random vor mir. Nee. Wir sollen mehr als 30... Hä? Die Map lädt nicht mehr nach. Wir sind fast einen Kilometer gerade mit einem Auto geflogen. Wir haben es verdammt nochmal geschafft. Ich frag mich, ob man dann noch mehr Gas geben kann. Kein Unterschied in den Aufnahmen. Tolle Arbeit. Super gefahren. Ich bin tot. Ich bin 750 Meter oder so mit dem Auto geflogen. Die Map unter mir hat nicht mehr geladen. Und das sind nicht die 3 Sterne? Nee. Zu mild. War's das? Das war's doch nicht, oder? Nee. Nee, das haben wir abgeschlossen. Wir sind fertig? Ja, dann nehmen wir jetzt noch den Wheelspin, mit dem wir gerade bekommen haben. Und holen uns ein super gutes Auto. Komm, 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 komm. Ja, gut. Immerhin Auto. Oh, den da drüben, den hätte ich genommen. Ah, ist aber okay. Kann man sich nicht beschweren, ist voll okay. Da fliegt auch einer. Yo, was geht? Da bin ich auch gerade lang geflogen. Okay, auf jeden Fall. Ich nehme jetzt seit 41 Minuten auf. Wahrscheinlich ist die Folge nachher nur 5 Minuten lang. Mal gucken. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, ihr wisst es. Zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.